Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Erinnert ihr euch noch an den Bienentumbler? Hier kommt der versprochene Teil 2. Do you remember my bee tumbler? I promised there will be a part 2 and here it is. So, I've got this shrinking foil. This is a game changer. It's not only for resin art or for tumblers. It's for all kind of things. You can make those little pieces and put them into resin. You can use them for tumblers, whatever you like. So I just love it. Also ich habe hier Schrumpffolie. Und das ist nicht nur für Tumbler jetzt, sondern das ist auch für normal Epoxidharz überhaupt zum Basteln. Ihr könnt solche Teile erstellen und eingießen. Deswegen, ich finde das total vielseitig und es macht echt richtig, richtig Spaß. So, die Schrumpffolie, die ihr im Bild seht, die habe ich bei mir aus dem Bastelladen. Ich verlinke euch aber, von Amazon gibt es die auch, die ist sogar noch günstiger. Ich verlinke euch die in meinem Amazon Storefront. Das heißt, in der Beschreibungsbox findet ihr einen Link zu dem Amazon Storefront und unter kreatives Zubehör findet ihr diese Schrumpffolie. As you can see, my shrinking foil, I got this from my local craft store, but you also get this on Amazon and I will link the one I also ordered from Amazon in my Amazon storefront. You will find this in my description box. Shrinking foil is a plastic foil. You can cut this with scissors. You can cut this with your Cricut or any other cutting machine. And then you just color it or design it how for your liking. And then you put this in the oven and it shrinks about 40%. And then you have a plastic piece. You can make keychains. You can put them in resin. You can put them on tumblers. So you can do all kinds of things with this shrinking foil. And I will color this. You can color shrinking foil with Posca pens, with pastel colors, with alcohol markers, whatever you like. The Posca pens are really bright. When you shrink this foil, the color gets stronger and darker, so keep that in mind. And the Posca pens, these are the strongest color and they don't interact with the shrinking foil, so this works perfectly. Ich male jetzt meine Folie an und ihr könnt das anmalen mit diesen Posca pens. Die gibt es auch bei Amazon, die gibt es im Bastelladen ganz oft. Und die sind halt wirklich deckend. Ihr könnt aber auch diese Pastellkreiden nehmen. Ihr könnt Alkoholmarker nehmen. Ihr könnt Buntstifte nehmen. Ihr müsst nur bedenken, dass eure Farben beim Schrumpfen, weil das Ganze ja kleiner wird, kräftiger und dunkler werden. Das heißt, wenn ihr ein dunkles Grün nehmt, ist das nach dem Schrumpfen richtig, richtig dunkel. Also haltet das ein bisschen im Hinterkopf. Dafür wären natürlich Buntstifte und Pastellkreiden so ein bisschen, bisschen transparenter. Ich male mir das Ganze jetzt hier an und dann kommt das Ganze gleich in den Ofen. We'll be right back.
Ganze kommt jetzt in den Ofen nach Anleitung. Und dann seht ihr gleich, wie klein und süß die geworden sind. So, I put this in the oven. Always follow the rules on your shrinking foil. And then you see the final cute result for your resin piece. Look at those. They are so cute and so simple to make. Die sind so süß und so einfach zu machen. So, hier kommt mein zweiter kleiner Game Changer. Ich habe mir von dem Inneren meines Deckels, von dem Tumbler, ein Rohling sozusagen erstellt. Das war eine Menge Arbeit, ich gebe es zu. Ich musste viel schnitzen und machen und tun. Und habe mir aus diesem Rohling eine Silikonform gemacht, was jetzt genau in meinen Deckel passt. Und ich gieße jetzt quasi Harz rein, in der gleichen Farbe, ungefähr in der gleichen Farbe, wie die Drips auf dem Becher. So, I made a silicon mold. I tried to create this inlay of the lid. I have to admit, it was a pain and it was a lot of work, but I made this inlay. I made the silicon mold out of this inlay, and now we can pour the resin. I try to get the same or the closest gold color I have on my bead tumbler for the drips. So we just pour in the resin, let this cure, and then I will show you what this is, what I mean with the inlay and what you can do with it. And it's just for me, it's just a game changer. So sieht das gegossene Stück jetzt aus. Und ihr könnt auch so ein paar Zitronen noch sehen, die ich gemacht habe. So, this is how it looks like. And you also can see some shrink foil lemons on the left. So, this is my piece. And it fits perfectly into the lid of the tumbler. Also, das ist jetzt das gegossene Stück. Das passt perfekt jetzt in den Deckel rein. Und ihr seht, ich habe diese zwei Löcher gemacht. Ich habe mir Magnete besorgt, 8x1. Die gibt es bei Amazon. Verlinke ich euch auch in der Beschreibungsbox. Und jetzt nehme ich mir zwei Magnete jeweils, also vier insgesamt. Und wir kleben die in diese Vertiefung. So, I made those little kind of holes, as you can see. And there we can insert the magnets. I bought some magnets 8x1 mm on Amazon. I will also link them down in the description box below. And now we can just glue them into this inlay. So I have two magnets for each hole. I let them stick together. I just put a little bit of E6000 into this hole and then I will just place my magnets and let this completely dry. And then we can move on and attach this to the lid. Ich mache mir da ein bisschen Kleber rein. Also ihr könnt hier, ich habe diesen E6000, den habe ich bei AliExpress gefunden. Ihr könnt Patex nehmen, also was immer ihr habt. Nur nicht gerade UV-Harz, weil mein Deckel ist jetzt Gold. Das heißt, die UV-Strahlen kommen nicht durch. Wenn der Deckel transparent ist, könnt ihr das mit UV-Harz machen. Ist der eingefärbt, dann nehmt Kleber. Und das lassen wir gut trocknen. Und dann können wir das Ganze am Deckel befestigen. By the way, my inlay is gold. If you have a clear inlay, you can use UV resin, but because of the color, the UV light won't go through this inlay piece, so it wouldn't cure and the magnets won't stick. So, wir können weitermachen mit den Magneten. We can move on with the magnets. I clean my surface with isopropanol and then we use some UV resin and a UV light. Ich mache mir das Ganze mit Isopropanol jetzt einmal richtig sauber. Und nehme etwas UV-Harz und mache mir auf den Magneten hier einen Tropfen Harz. Wir haben ja zwei Magneten in dem Loch, nicht vergessen. Und dann einfach Deckel umgedreht drauf und aushärten. So I just put a drop of UV resin on each magnet. Remember, we have two magnets in this little hole. So I will just stick on this upper magnet. Put it under my UV light. Let this cure for about a minute. And then it sticks and we can remove the lid. Es klebt. Und wir können den Deckel jetzt einfach abnehmen. Und jetzt kommt der letzte Teil. Ihr habt es bald geschafft. Das Video ist echt lang heute. Ich habe mir jetzt ein bisschen Harz angemischt und habe das wieder Gold eingefärbt und mache jetzt den Deckel. Dieser Deckel ist ja schräg. Das heißt, der sitzt nicht gerade drauf. Und ich dachte mir im ersten Moment, ich mache es einfach in den Deckel rein. Also diese Einlage in den Deckel. Und dann dachte ich, oh Gott, wenn ich da mich irgendwie vertue, klebt mir das Ganze im Deckel fest und das Ganze war umsonst. So I started, it's not leveled and this inlay. So I just put it into my lid and I thought I will just put on my resin. And then I thought, I'm a little bit goofy sometimes and if I just put one drop
on the lid. It sticks together and the whole work was for nothing. So I just took my plaster original, placed it on my table, put my silicone inlay on top. So now I have a level surface and I just add the golden resin on top, like a doming resin. Let your resin thick up a little bit or use a thick viscosity resin. Makes life much easier. You don't get any overflow. And just spread out your resin evenly and you are ready. Also, ich habe mir jetzt quasi meine Gipsvorlage genommen. Dieses Inlay ist ja schräg, weil der Deckel ja nach unten, wo das Loch für den Strohhalm ist, tiefer ist als oben. Und ich habe mir das jetzt quasi auf den Tisch gelegt und habe mein Epoxidharzstück umgekehrt draufgelegt, sodass ich jetzt eine gerade Oberfläche habe. Verteile mir das Harz schön am Rand. Und dann, und zum Harz nehmt auf jeden Fall ein dickflüssiges Harz oder wartet, bis euer Harz wirklich dickflüssig ist, damit das euch bloß nicht an den Seiten irgendwie runterläuft. So, jetzt platzieren wir noch unsere kleine Biene obendrauf. Ich hatte erst überlegt, die Sonnenblume, dann habe ich gedacht, die Biene, dann habe ich irgendwie gedacht, beides. Ich habe mich jetzt nur für die Biene entschieden. Die Biene hatte ich mir beim ersten Schritt, wo ich das Ganze gegossen habe, einfach mit einem Klecks Harz auf das Ganze draufgeklebt und unten, wie ihr sehen könnt, auch noch ein bisschen Rand gemacht, als ich die Drips gemacht habe. So now I just take my little bee and the honeycomb and place it on top. When I made the drips, I just put one drop of resin on my honeycomb, put the bee on top and made this little drip on the honeycomb. And now I'm just taking my tweezer, place it onto the lid and we let this cure. I also thought I will do something with the lid as well. So wait until your epoxy is really, really thick. Or use, like I did, some She-Thick from Artistry Epoxy. And make your resin really, really thick, like the drips. And now we can move on with the lid. Ich habe jetzt noch gedacht, ich mache noch was an dem Deckel selber. Nicht nur bei diesem Inlay, sondern eben an dem Deckel. Wartet hier, bis euer Harz wirklich fest ist. Ich habe hier dieses She-Thick von Artistry Epoxy genommen, habe mir davon was reingemischt. Ihr könnt auch Maisstärke oder so nehmen. Aber das Harz sollte echt fest sein. Und jetzt mache ich nämlich noch Harz auf den Rand vom Deckel selber. Ich mache das Ganze im Schnelldurchlauf. Natürlich nehme ich mir da unheimlich viel Zeit. Ich bin auch wieder ein bisschen aus dem Bild, es tut mir leid. Und mach das wirklich ganz langsam. I really, really speed up this part because it took me forever. My light in my room is really bad. I couldn't really see the rim. So it took me forever to place this resin on top evenly. I turn off the light in a second and, well, it was a pain. Have good light and then it's really, really simple. I just apply a rim of gold resin on top and then we let this cure. Also mein Licht in meinem Raum ist mega schlecht und ich konnte diesen Rand überhaupt nicht sehen. Meine Augen sind übrigens auch mega schlecht. Ich konnte diesen Rand nicht richtig sehen, dass das glatt wird. Ich bin auch außerhalb des Rahmens wieder. Ich mache gleich noch das Licht aus, damit ich den Rahmen etwas besser sehen kann und verteile mir das quasi so ein bisschen gleichmäßig. Und dann lassen wir das Ganze aushärten. Wie gesagt, wichtig, das Harz muss echt fest sein, sonst läuft euch das runter. Okay, so we will let this cure. The resin is really thick, nothing runs. And now I can show you the final result. Hier ist das fertige Ergebnis. So sieht das Ganze aus. Wir können das Inlay reinmachen und damit ist der Deckel fertig. So, we just put in this inlay, it's removable. And then we can close the tumbler with the lid. And now we have a little honey pot. Tumbler. Also ein kleiner Honigtopf-Tumbler. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht ein paar neue Ideen mitnehmen können mit der Schrumpffolie oder eben auch mit diesem Inlay. Und hinterlasst mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. I hope you love my little honeypot bee tumbler and I hope you get some ideas with the shrinking foil and with my little self-made silicone mold. And yeah, as always, leave me a thumbs up, subscribe to my channel and I will see you in the next video.